Willkommen zu Die Pfeifenorgel im Zeitraffer. Vom Pneumatik nach VPN. Mein Name ist Julian Reuß und das ist mein Kollege, der Florian May. Wir sind gelernte Orgelbauer. Der normale Orgelbauer, der arbeitet normalerweise mit Hobeln und Stecheisen, bearbeitet Holz oder lötet irgendwas aus Metall. Wir haben uns aber spezialisiert auf Elektrotechnik. Deswegen sind wir sozusagen die Elektrotechnik-Orgelbauer. Die normalen Orgelbauer sagen einfach nur abwertend Elektriker. Aber naja. Also, was macht ein Orgel- und Harmoniumbauer? Üblicherweise baut er neu Pfeifenorgeln in Kirchen und Konzerthäusern, Restaurierungen, Reparaturen und Wartung. Und die Stimmung und Intonation, also klangliche Arbeiten. Frage ist, was davon tun wir? Nichts. Das, was wir machen bei der Firma Otto Heuss, das ist üblicherweise, also unser Hauptfeld, ist der Bau von sogenannten Spieltischen. Das ist das User Interface, nennen wir es mal, des Künstlers. Außerdem bauen wir auch Klaviaturen für Orgeln und Pianos und alle anderen Tasteninstrumente. Wir bauen Holzmechanikteile für normale mechanische Orgeln, außerdem auch für elektrische Orgeln oder elektronische Elektromagneten. Für diese Elektromagneten natürlich auch noch die Schaltungen, damit sie dementsprechend funktionieren, wie das eigentlich funktionieren sollte. Und die Steuerung, die alles zusammenfasst, sodass das Instrument dann am Ende so funktioniert, wie es eigentlich irgendwann mal geplant war. So, da wir nicht voraussetzen können, dass jeder von euch weiß, also was eine Orgel ist, weiß wahrscheinlich schon, fast jeder würde ich sagen, aber wie eine Orgel funktioniert, müssen wir da einen kleinen Exkurs bringen. Und zwar, die Orgeln, mit denen wir zu tun haben, sind fast ausschließlich Pfeifenorgeln, also reine, ich sag mal, analoge Tonerzeugung, jetzt keine Wiedergabe von MIDI-Dateien oder sowas, sondern Pfeifen, eben wie man sie hier sieht. Diese Orgeln findet man meistens in Kirchen, da hat sie wahrscheinlich auch schon fast jeder gesehen. Ich will es jetzt nicht irgendwie. Hängen irgendwo an der Wand, stehen irgendwo hinter einem, in der Ecke, irgendwo in der Kirche eben. Beziehungsweise wir haben auch viele, das ist jetzt gerade auch recht wichtig, Orgeln in Konzerthäusern. Große Konzerthäuser haben meistens auch eine Pfeifenorgel für ja, Orgelmusik. Die wird auch teils mit dem Orchester zusammen genutzt. Die sieht man manchmal auch nicht. Oft sieht man sie, da sind es große Instrumente, meistens auch repräsentative Instrumente irgendwo hinter der Bühne, die man eigentlich von den Besucherrängen immer sieht. Manchmal sind sie auch nicht da, also sie sind in der Bühne versteckt, teilweise unter der Bühne. Also nur weil man keine sieht, heißt es nicht, dass auch wirklich keine da ist. Teilweise sieht man dann nur den Spieltisch, wenn der dann auf die Bühne gestellt wird. Bedient wird eine Orgel mit dem Spieltisch. Das ist jetzt ein Spieltisch aus dem Passauer Dom. Das ist eine der größten Orgelanlagen. Wir haben 4 Manuale. Das heißt, beim Klavier hat man für gewöhnlich eine Klaviatur vom tiefsten bis zum höchsten Ton. Hier haben wir 4 Manuale für die Hände. Genau. Und dazu kommt, wir haben noch Pedale für die Füße, das heißt, der Organist muss nicht nur 4 Manuale irgendwie bedienen können, sondern auch mit den Füßen gleichzeitig noch spielen. Auch sehr virtuos teilweise, das ist erstaunlich. Ich bin kein Organist, aber es ist erstaunlich, was die da machen können. Neben den Tasten, mit denen quasi die Töne erzeugt werden, gibt es dann noch die Registerschalter, die verschiedene Stimmen, Klangfarben schalten können. Dazu kommt Julian später nochmal, was genau so ein Register ist. Eben das alles an so einem Spieltisch und noch verschiedene Knöpfe, die dann für in dem Fall Spielhilfen da sind. Auf die wir ja natürlich auch noch später kommen. Das ist jetzt ein Innenleben eines mechanischen Spieltisches, eines kleineren mechanischen Spieltisches, der auch elektronisch ist, wie man oben sieht. Also die Tastenkontakte sind unter anderem elektronisch, aber auch mechanisch. Das heißt, man sieht oben die Klaviaturen und von jeder Taste geht eine mechanische Verbindung über verschiedene Wippen und Winkel und Drähte nach hinten weg in die Orgel, die üblicherweise dahinter irgendwo steht. In der Orgel endet
diese mechanische Verbindung meistens an einem solchen Ventil, das in einer Windlade zu finden ist, zieht eben dieses Ventil auf, durch den Schlitz entweicht Wind. Man kann normalerweise nicht in diesen Windkasten reingucken, da wo jetzt der Finger ist. Da ist normalerweise ein Deckel vor, weil da eben ein höherer Wind drin ist, damit, ja, weil die Umgebungsluft nicht reicht, dass die Pfeifen tönen. Ja. So, hier haben wir mal einen Querschnitt durch eine sogenannte Windlade. Wir haben also hier den unteren Teil, das ist der Windkasten. Diese blaue Farbe deutet an, dass dort Wind drin ist. Üblicherweise haben wir im Orgelbau einen Winddruck von so circa 80 mm Wassersäule. Das ist also eine sehr alte Einheit, die heutzutage kein Mensch mehr nutzt. Heutzutage wird der Druck EMC oder Bar angegeben. 80 mm Wassersäule entspricht ungefähr 80 Millibar, also fast überhaupt nichts. Allerdings haben wir eine sehr große Menge an Wind hier drin, beziehungsweise an dem Druck, weil die großen Pfeifen gerade sehr viel Windmenge benötigen, damit überhaupt irgendwas passiert. So, wir haben also unten den Wind drin und dieses Ventil. Wenn wir nun an dem Ventil ziehen, dann wird natürlich der obere Teil, die Kanzelle, auch mit Wind geflutet. Hier oben sind drei Löcher drin, aus dem linken und dem mittleren, da tritt dann der Wind aus. Oben drin, oben drauf stehen die Pfeifen. Aus dem rechten tritt kein Wind aus. Da sehen wir so ein Kästchen, was da ist. Das bedeutet, dass dieses Register, wo das geschlossen ist, nicht eingeschaltet ist. Wir haben jetzt also hier zum Beispiel einen Ton mit drei Klangfarben. Denn jedes Ventil ist immer für einen Ton da und drei verschiedene Klangfarben, von denen nur zwei eingeschaltet sind. Wir müssen mal angucken, wie das oben drauf aussieht. Also ungefähr so. Also in der Tiefe des Bildes sind Pfeifen immer gleicher Größe zu erkennen. Diese sind jeweils für einen Ton gleicher Höhe, aber in unterschiedlichen Klangfarben. Nach rechts werden die Pfeifen dann größer. In ihrer eigenen Reihe bleibt die Klangfarbe dieselbe, die Töne aber werden zunehmend mit der Länge der Pfeife immer tiefer. Ja, und wie das prinzipiell funktioniert, logisch gesagt, wir haben also den Registerschalter, wenn der betätigt wird, zieht er die Registerschleife. Dadurch öffnet sich dieses Loch, was wir gerade gesehen haben. Und wenn man dann oben die Taste drückt, haben wir einmal Registerschleife und einmal Taste, das heißt, die Pfeife ertönt. Ja, zur Pfeife selbst ist Folgendes zu sagen. Die Pfeifen selbst sind aus einer Zinn- und Bleilegierung. Diese werden in großen Kesseln zu Platten gegossen. Die Platten werden danach gehobelt und rundiert. Und danach mit allen anderen Teilen, die so zu dieser Pfeife gehören, zusammengelötet. Bisher gibt es zumindest keine Maschine, die das machen kann, weil jede Pfeife in der Orgel einzigartig ist. Es gibt keine Pfeife zweimal. Das bedeutet also alles Handarbeit. Ja, zu der Größe von Pfeifen. So, die größte Pfeife ist circa 10 Meter, allerdings ohne den Pfeifenfuß. Denn die wirkliche Klanglänge ist nur der obere Teil entscheidend, der Pfeifenkörper. In wirklich sehr großen Orgeln gibt es sogar Pfeifen, die einen Körper von 20 Metern Länge haben. Und das Ganze ist immer nur für einen einzigen Ton. Und das pro Klangfarbe auch. Die kleinste Orgelpfeife, die es so gibt, hat einen Körper von aber nur 1 bis 2 Zentimeter. Das heißt, das Spektrum ist wirklich sehr gigantisch. Gemessen wird so eine Orgelpfeife in Fußzahlen. Ein Fuß entspricht ca. 30 cm, kann man sich also ausrechnen, was dabei rumkommt. Generell ist es so, je länger die Pfeife, desto länger die stehende Welle, die durch den Wind da drin erzeugt wird, also eine Frequenz. Und desto geringer die Frequenz ist, desto tiefer der Ton. Bedeutet, umso länger die Welle in der Pfeife ist, also länger der Klangkörper, umso länger braucht die Welle, um sich in der Pfeife einmal einmal zu bewegen um 360 Grad und dementsprechend kommt dann die Frequenz zustande. Ja, der Wind in so einer Orgel wird über große Gebläsemotoren erzeugt und durch noch größere Windbälge wird dann der Druck erzeugt. Bälge verschiedenster Größe befinden sich in so einer Orgel. Wir haben einmal so einen Magazinbalg, in dem der Wind eigentlich gespeichert wird, aber noch kleinere Bälge, wo dann ein Haufen Federn dran sind, um den Wind zu stabilisieren. Ja, wir hatten gerade eben zum Beispiel ein Schleifladensystem gesehen, in diesem Schnitt durch die Windlade. Es gibt noch viele andere Systeme, viele davon sind aber nur am Rande der Geschichte in Erscheinung getreten. Was wir uns jetzt nochmal angucken wollen, wäre eine Pneumatik. Genau, also, so, wie eben schon gesehen, es gibt sehr große Spieltische und wenn man sich vorstellt, von jeder Taste würde zu jedem Ton meistens eine Holzleiste oder ein Draht oder ähnliches führen.
dann wäre das ab einer bestimmten Größe nicht mehr besonders sinnvoll umsetzbar. Also es ist tatsächlich so, dass auch riesengroße mechanische, rein mechanische Instrumente gebaut wurden, aber die Pneumatik hat viele Dinge erleichtert, denn wie man sieht, das C ist ein angedeutetes Röhrchen, im Normalfall ein Bleirohr, und Wind oder Luftdrücke müssen keinen gewissen Regeln der Mechanik folgen. Die kann man in Kurven legen, in Ecken legen, wie man es gerade braucht. Hat allerdings auch seine Tücken, denn eine pneumatische Orgel hat viele, viele Ventile, überall verstreut in der ganzen Orgel, und die alle kaputt gehen könnten. Wie man hier sieht, die Taste, angedeutet als A, wenn sie gedrückt wird, öffnet das Ventil B. Da kommt ein Steuerwind raus, der üblicherweise deutlich höher ist als der Spielwind, weil er eben auch gewisse Kraft mit haben muss. Der würde jetzt in die Tonauslösung oben einströmen und die Taschen bei D anheben, die wieder einen Kegel heben. Und da jetzt in dem, man nennt es Register Kanzelle F1, also für eine Klangfarbe ist dort eine solche Kanzelle vorhanden, da ist Wind drin, weil das Register eingeschaltet wurde. Dadurch, dass dort Wind drin ist und der entsprechende Ton gedrückt wird, hebt sich der Kegel, der Wind strömt in E, in die Tonkanzelle, in die Pfeife. Da steht auch nur eine Pfeife drauf. Dadurch, dass in der Kanzelle F2 kein Wind war, das Register ist nicht eingeschaltet, passiert da halt gar nichts. Auch wenn der Kegel hochgeht. Das ist jetzt ein pneumatischer Spieltisch einer großen Orgel, der ehemalige Spieltisch der größten Orgel der Schweiz. Hinter jedem dieser Wippen an den Seiten, das sind die Registerschalter in dem Fall, und unter jeder Taste, hinter jedem Taster, unter jedem Pedalton befindet sich jetzt ein pneumatisches Ventil, das ja, im Grunde genommen einen Impuls über diese genannten Bleirohre in die Orgel weitergibt. Was natürlich bei einer solchen Menge an Schaltmöglichkeiten sehr viel einfacher ist, als wenn man von jedem dieser Punkte irgendeine mechanische Verbindung schaffen würde. Dann wäre die Mechanik deutlich größer als die Orgel wahrscheinlich. Das ist der Blick in die gleiche Orgel. Und da sieht man schon, was ich eben gesagt habe, es ist nicht nötig, von jedem Punkt eine gerade Verbindung über mechanische Winkel, über bewegliche Teile zu einem anderen Punkt zu führen. Das wäre in diesem Fall überhaupt nicht möglich, sondern man kann halt Stränge von Bleiröhrchen nehmen und die einfach um Kurven führen, wo halt gerade Platz ist. Diese kleinen Holzkästchen, die man hier sieht, sind in dem Fall im Grunde genommen Relais. Das kommt also ein Impuls an. Ein Kegel hebt sich, die Luft geht weiter, das kann in zu verschiedenen Zwecken genutzt werden, ob man damit nun ein Register einschaltet oder ob da ein Tonkontakt weitergegeben werden soll. Es gibt im Grunde genommen eine Kopierfunktion, also man kann ja die Luft auch abzweigen, einfach über ein Ventil an ein weiteres Relais weitergeben, man kann Oktavkoppeln oder ähnliches, also im Grunde genommen transponieren. Ist eben mit einer Pneumatik kein Problem. Das ist jetzt eine pneumatische Toneinschaltung, da oben das jedenfalls. Man sieht eben die Bleirohre hochgehen, die heben da einen Kegel in dem, was aussieht wie ein Holzbalken, das ist in dem Fall eben eine Windlade, da ist Wind drin, das Ventil hebt sich und oben raus kommt der Wind an die Pfeife. Ja, da wie Florian schon gesagt hat, die Pneumatik so ihre Probleme hatte, es sind überall mal ja, diese Bälkchen, die waren alle aus Leder gebaut oder sind teilweise noch aus Leder gebaut. Und wie wir uns vorstellen können, früher oder später gehen die auf jeden Fall kaputt. Und sowas in einer pneumatischen Orgel zu finden, bedeutet, dass man viele Sachen auseinanderschrauben muss, um diese Stelle zu finden, um das wieder zu reparieren. Das heißt, die logische Konsequenz aus der Pneumatik war die Elektropneumatik. Das ist also Anfang des 19. Jahrhunderts, war es so, dass die Elektrik im Orgelbau Einzug hielt. Es war günstig möglich, eine alte pneumatische Orgel auf eine Elektropneumatik umzurüsten. Das wurde auch häufig und gern getan. Registerschalter, die vorher irgendwo ein Löchelchen hatten, damit der Wind durchfließen konnten, wurden nun mit handgebogenen Kontakten versehen, die darüber den Strom geschaltet haben.
gucken Sie sich mal an, wie eine sogenannte Koppel funktioniert. Wir haben also oben links unser Netzteil, Plus und Minus. Der rote Pfad, der Plus, fließt dann weiter, wo dann der C steht. Das entspricht einer Taste. Da steht dann dran, elektrischer Tastenkontakt HW. HW steht übrigens nicht für Hardware, sondern für Hauptwerk. Rechts daneben haben wir dasselbe nochmal für SW. Da steht übrigens auch nicht für Software, sondern für Schwellwerk. Diese Begriffe sind schon viel älter als irgendwas im Computer. Das heißt, wir haben darauf das Copyright. Also wenn man zum Beispiel jetzt bei dem Hauptwerk die Taste drückt, fließt der Strom runter über die Dioden zu diesem Koppelrelais. Da es nicht geschaltet ist, passiert erstmal gar nichts. Gehen also weiter unten zu den Tonmagneten des Hauptwerks. Die ziehen einfach an, der Ton kommt. Dasselbe Spiel für das Schwellwerk. Wenn man das drückt, ziehen auch die entsprechenden Magneten. Schaltet man nur die Koppel, fließt der Strom über die Dioden, über dieses Koppelrelais, auch auf das andere Manual. Ganz klar, ist für niemanden wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen. Über solche und ähnliche Funktionen wurden die ganzen Spielhilfen des Organisten dann in der Elektrik gemacht. In der Pneumatik war es übrigens mehr oder weniger ganz genauso und alte Orgelbauer, die mit Elektrik und Elektronik nicht viel am Hut haben, stellen sich, wenn sie an irgendeiner elektrischen Orgel was am Reparieren sind, diese ganzen Vorgänge immer noch vor wie in der Pneumatik, damit ihnen das ein bisschen geläufiger wird. Das heißt also, diese ganzen Taschen, Ledermembranen und was auch immer wurden in der Elektropneumatik ersetzt durch Elektromagnete, die das Ventil aufgezogen haben. Hier zum Beispiel haben wir eine Registereinschaltung, das heißt, anstelle, dass irgendwo ein Bälkchen ist, was aufgeht und was aufdrückt, haben wir den Magnet, der was aufdrückt. Danach fließt aber wieder der Wind und schaltet den Ton ein, so wie das eigentlich auch in der Pneumatik war. Hier haben wir jetzt noch ein paar Bilder von zum Beispiel Koppelrelais. Diverse Spielhilfen wurden also auch in der Elektrik so umgesetzt wie in der Pneumatik, nur halt eben über Drähte. Jeder der dicken Drähte im Vordergrund steht für einen Ton eines Manuals, also einer Klaviatur. Der Kontakt zu einem anderen Manual wurde durch Silberdrähte hergestellt, die sich hier, die kleinen Striche, zwischen den großen Drähten befinden. Zieht nun einer der Elektromagnete auf der linken Seite an, werden die kleinen Drähte an die großen Drähte gedrückt und dadurch haben wir dann eine elektrische Verbindung. Das nächste Bild ist eine etwas modernere Ausführung von dem eben gesehenen Relais. Hier stellen beim Anziehen des Magneten die Silberdrähte eine Verbindung zu einem Kupferpad her. Also schon fast eine industrielle Fertigung im Vergleich zu dem, was davor war und vor allem zu dem, was jetzt kommt. Hier haben wir ein sehr altes und klassisches Kammrelais. Die wurden in handwerklicher, geschickter Art und Weise aus Holz, Metall und auch Filz gefertigt. Das Filz, um durch die Bewegung die Geräusche zu minimieren, da die Orgel natürlich ein Musikinstrument ist, hat niemand gern, wenn das überall drin klackt, wenn die Magnete anziehen. Ja, es dauerte nicht lange und die Elektropneumatik wurde auch abgelöst durch normale Elektromagnete, welche die Tonventile direkt ziehen. Am Anfang hatten wir diesen Schnitt durch die mechanische Windlade. Das heißt, anstelle einer mechanischen Verbindung zur Taste wurde jetzt unter dieses Ventil einfach ein Elektromagnet gehangen, der das Ding direkt aufzieht. Und da, wo wir früher noch mechanische Verbindung hatten zu den Registerschleifen, wurden jetzt kleine Motoren eingebaut. Diese Motoren haben die Schleifen für die Klangfarben auf- und zugezogen. Das hier sind jetzt zum Beispiel 42 Volt Drehstrommotoren. Davon wurden Hunderttausende überall in den Orgeln verbaut und funktionieren auch bis heute noch, werden zwar heute nicht mehr gebaut, in den letzten 20 Jahren wurden die dann abgelöst, Schritt für Schritt durch irgendwelche Elektromagnete. Die sind weniger wartungsanfällig, günstiger herzustellen und außerdem kann man auch die Achse einfach per Hand hin und her ziehen. Hier in den Elektromotoren befindet sich eine Spindel. Von Hand lassen die sich kaum bewegen. Das heißt, wenn man mal sozusagen von Hand während den technischen Arbeiten in der Orgel irgendwas hin und her schalten will, ist das überhaupt nicht möglich gewesen. Ja, durch die immer mehr im Orgelbau einziehende Elektrik konnten immer größere und verrückter aussehende Orgeln gebaut werden. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass sowas mechanisch gelöst werden sollte, eigentlich unmöglich, die ganzen Teile überall hinzuführen, die abstrakten, das sind die sogenannten Holzverbinder. Genauso auch, wenn es pneumatisch ist. Bei der Orgel würde es jetzt noch gehen. Wenn man sich aber vorstellt, es gibt Teilwerke, die 100 Meter entfernt sind, dann wäre das auch pneumatisch kaum noch lösen gewesen. Denn auf den langen Strecken wäre natürlich sehr viel Wind verloren gegangen. Das heißt, man hätte überall wieder so kleine Relaisstationen bauen müssen, die den Wind wieder aufgefrischt hätten, immer wieder neue Windversorgung reingebracht hätten. Und das hätte natürlich auch eine sehr hohe Zeitverzögerung dann gebracht, allein nur durch das Spielen. Noch dazu wäre dann natürlich gekommen, dass wenn das andere Werk der Orgel 100 Meter entfernt steht,
dass auch noch die Schallverzögerung wieder dazu kommt, bis der Sound wieder bei dem entsprechenden Musiker ist. Bedeutet also, mit der Elektrik konnten sehr große Wege ohne weiteres überwunden werden, weil einfach der geringe Spannungsgefälle in den Kabeln nicht besonders zum Tragen gekommen ist. Das Problem war, Orgelbauer sind natürlich Künstler und sagen wir jetzt mal Schreiner und Schlosser, sind aber keine Elektriker oder Elektroniker. Das bedeutet, dass diese Orgeln dann irgendwann auch ihre Tücken bekommen haben. Genau. Das ist, ja, man sieht es auf den ersten Blick, genau, im Grunde genommen ist das auch eins der großen Probleme gewesen. Technisch muss man sagen, ist es ja egal, wie ein Kabel liegt, wenn die Verbindung da ist, dann funktioniert das. Es wurde halt viel fliegend verlegt, das ist noch ein relativ ordentliches Beispiel, eigentlich nicht so schlimm, aber das Problem hier ist, es sind, auch das Holz ist nicht so das Problem, es ist ja nur eine Kleinspannung, es sind 24 oder 12 Volt oder sowas, also nichts, was große Probleme bereiten würde, wenn jetzt das Holz feucht würde oder sowas. Das Problem sind dann teilweise auch einfach die Lötstützpunkte, da wurden Stahlnägel in das Holz gehauen und abgeknipst und dann wurden da Kupferadern dran angelötet. Und wie jeder weiß, wenn man versucht, Kupfer an Stahl zu löten, das geht manchmal gut, aber manchmal auch nicht. Und wenn man sich jetzt überlegt, wenn das jetzt eine sehr große Orgel ist, dann gibt es davon vielleicht auch 10 solcher Bretter in der ganzen Orgel verteilt und irgendwo ist eine kalte Lötstelle. Und die zu finden ist natürlich schwierig, weil es ja auch noch was anderes, es könnte auch noch ein Kabelbruch sein oder ein kaputter Kontakt irgendwo an einem Schalter oder ähnliches. Das ist also auch ein bisschen Detektivarbeit dann gewesen. Weiterhin, das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick. Also erstens, das ist ein alter Gleichrichter. Die werden immer noch in ähnlicher Bauweise gebaut. Also da ist jetzt nicht besonders viel passiert. Das Prinzip besteht ja nun auch. Erstens, die ausgehende Spannung ist nicht abgesichert. Das war ein Problem, was einfach damals so war. Es wurde nichts wurde kaum was abgesichert. Das ist halt so gewesen. Das zweite Problem steht eher hier unten. Wir haben hier Kupferadern mit Papier isoliert in einem Bleimantel. Das war mal, in Ordnung, sage ich mal. Aber wenn man natürlich jetzt aus heutiger Sicht da drauf guckt, sagt man sich, gut, wenn das Papier mal brüchig wird, das war immerhin geöltes Papier, aber wenn das mal brüchig wird, dann liegt eine blanke Kupferader an einem blanken Metallmantel an und plötzlich steht die halbe Orgel unter Strom im Grunde genommen. Wenn da was drauf fällt, hat man gleich einen Kurzschluss. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie groß diese Orgeln halt auch schon waren, was da halt auch für Ströme notwendig waren und wie gerade gesagt, die nicht abgesichert waren, ist das schon ein Problem. Hier sieht man jetzt vielleicht etwas schlecht einen Kontakt, wie er damals gebaut wurde. Hier sind Silberdrähte und dort oben ist ein Kupferkontakt, der eben, wenn der mechanische Hebel im Grunde genommen runtergeht, zieht der, schließt er den Kontakt. Wie das so ist, entsteht natürlich, weil da eine Last dran hängt. Also es waren durchaus, waren da auch mal 2, 3, 4, 5 Magnete. Das heißt, also es hing auch schon mal mehr als wenige 100 Milliampere, sage ich mal, da dran. Es gibt einen Funken beim Schalten. Und wie man es hier schön sieht, also nicht schön, aber man sieht vielleicht, diese schwarze Stelle, da arbeitet sich dann das höherwertige Material, in dem Fall der Silberdraht, in den Kupferkontakt ein und irgendwann ist der Kontakt weg. Das gleiche Problem ist allerdings auch, wenn Silber mit Silber zusammenarbeitet, dann gibt es da auch einen Kontaktbrand. Irgendwann sind die Drähte durch, beziehungsweise verkrustet, müssen geschliffen werden, was halt, wie vorhin an den Relais gesehen, das sind sehr viele Drähte, was halt auch sehr viel Arbeit ist, wenn man da mit einem Glasfaserradierer oder sonst irgendwas versucht, diese Drähte wieder sauber zu kriegen. Weiterhin, Orgelbauer haben halt gewisse Werkstoffe, die sie verwenden. Das ist ganz normal, das hat wahrscheinlich jeder Handwerker irgendwo. Der Orgelbauer verwendet gerne Messing oder Neusilber oder ähnliches. Das ist jetzt kein typischer Leiter aus heutiger Sicht. Es wurden also auch teilweise große Minus-Sammelleiter. Hier ist es jetzt noch gar nicht so schlimm, da ist ein relativ hoher Querschnitt, aber es gab halt auch an den Windladen
komplett für alle Magnete, das waren dann mal 56 Tonventilmagnete oder sowas, teilweise deutlich mehr. Ein Draht, was weiß ich, 1,6 mm Draht aus Messing oder Neusilber, der den gesamten Minusbereich dieser Magnete darstellte. Also es war ein Kabel angeschlossen und was vielleicht mit einem Kupferleiter in Ordnung wäre, ist halt mit einem Messing- oder Neusilberleiter nicht richtig, weil die einen ganz anderen Leitwert haben. Aus heutiger Sicht also nicht so schön. Und hier sehen wir auch, was das Problem war. Diese dünnen Äderchen, die zu den Magneten, zu den hier relativ alten Magneten führen. Wenn da jetzt keine Sicherung zwischen ist, dann liegen da auch mal 100 Ampere auf so einem Draht. Und wenn da ein Kurzschluss ist, dann im Optimalfall brennt der Draht durch. Im schlechtesten Fall brennt der Draht nicht durch, weil da schon 200 Meter in der Orgel verlegt ist und einen riesen Widerstand hat. Dann wird er einfach heiß, der Mantel brennt ab. Ja, und was dann passiert ist, irgendwo auch klar. Also es wurde damals noch nicht auf eine sichere Verkabelung geachtet, wie man es heute machen würde, wenn man eine Orgel neu baut, dann ist quasi der Kabelquerschnitt schon so berechnet, dass nichts passieren kann, beziehungsweise dementsprechend abgesichert. Da aufgrund der baulichen Bedingungen in so einer Orgel es allerdings kaum möglich war, überhaupt alles auf herkömmliche elektrische Art und Weise abzusichern, musste natürlich eine Lösung her. Und da waren wir natürlich sehr froh, dass die Lösung die Elektronik war. Elektronische Schaltungen benötigen nur geringe Eingangsströme. Da, wo früher der Tastenkontakt den Magnet selbst schalten musste, würde es also dann, ab dem es die Elektronik gab, natürlich von elektronischen Schaltungen gemacht. Die Schaltungen selbst haben Sicherungen besessen. Natürlich konnten die riesigen Koppelkästen, die es vorher gab, mit hunderten von Relais drin, elektronisch mit also relativ leicht abgebildet werden, ohne größere Probleme. Das heißt, die komplexen und anfälligen elektrischen Relais konnten entfallen zugunsten von einfach umzusetzenden und schnell herzustellender Elektronik. Dort also die Mikroprozessortechnik hat Einzug in den Orgelbau gehalten. Ja, um auf dicke Kabelbündel verzichten zu können, wurden dann so um 1980 Übertragungstechnologien wie zum Beispiel Lichtwellenleiter und Koax im Orgelbau eingebunden, mit welchen modulierten Signale gesendet und empfangen werden konnten. Ganz klar. Die vorhin schon mal gezeigte Orgel, zum Beispiel hier vom Leipziger Gewandhaus, war also eine der ersten Orgeln dieses Types. Elektronische Setzeranlagen boten dem Organisten die Möglichkeit, das Abbild der eingeschalteten Register abzuspeichern und während des Spiels bei Bedarf wieder aufzurufen. Das heißt, er konnte dann die Klangfarben, die er während seines Stücks in beliebiger Reihenfolge irgendwie spielen konnte, schon vorbereiten und abspeichern und dann einfach nur noch einschalten. Früher war es notwendig, dass links und rechts von dem Organisten jeweils ein junger Mann oder eine junge Frau stand, die ihm während des Spiels alle möglichen Knöpfe gedrückt hat, weil er gar keine Zeit hatte, während des Spiels auf den Tasten auch noch an den Registern zu ziehen und die Klangfarben einzuschalten. Ja, jetzt kommen wir quasi zum Status quo der Elektrik und ja, ach so, genau, ja. Wenn Fragen kommen, gerade jetzt, ist es ja, jetzt wird es quasi modern, dann sollen die bitte auch sofort gestellt werden. Also wir können darauf dann natürlich auch tiefer eingehen. Ja, wir haben im Grunde genommen jetzt bisher gehabt, wir hatten eine Tontraktur und wir hatten Setzeranlagen. Also wir hatten eine Elektronik, die Registratur, die eingeschalteten Register des Organisten speichern und wiedergeben konnte. Und wir hatten die Möglichkeit, wenn ein bestimmter Schalter gezogen war, dann logisch, also logische Schaltungen, die dann gesagt haben, dann soll der Tastenkontakt dahin wirken. Das konnte, wie eben mit diesem Koppelsystem gesehen, relativ einfach gelöst werden. Aber es waren zwei Systeme und wer aufgepasst hat, hat auch schon gesehen, in der letzten Folie, glaube ich, da gab es schon ein Bussystem. In der heutigen Zeit wird auf Industriesteuerungen, SPS, ganz normale, typische Industriesteuerungen gesetzt, die natürlich sehr modular sind. Das heißt, wenn eine Orgel klein ist, dann kann man die genauso dafür benutzen, wie wenn eine Orgel riesig groß ist. Man kann viele Sonderfunktionen, die speziell für diese Orgel da sind, die müssen halt nicht in mühevoller Arbeit mit einem, ja, was weiß ich, jemanden, der solche Schaltungen entwirft, muss das nicht erst erfunden werden, sondern da kann halt der Programmierer sagen, kein Problem, das machen wir so.
Dann inzwischen gibt es eben auch wieder speziell entwickelte Systeme extra für Orgeln, also nicht nur eine Industriesteuerung, sondern ein Traktursystem, was inzwischen dem Organisten grafische Möglichkeiten bietet. Also er hat einen Touchscreen, über den er sein System bedienen, konfigurieren und benutzen kann, neben den bisher verwendeten Knöpfen und Tastern und Ähnlichem, die weiterhin natürlich auch vorhanden sind, weil ein haptischer Zugriff auch notwendig ist beim Spielen. So sieht das aus. Das ist jetzt eine SPS-Steuerung einer größeren Orgel. Ich weiß nicht, vielleicht sind ja hier ein paar Leute im Publikum, die sowas kennen. Es ist eine Vago-Steuerung. Wir setzen auf Vago. Oben auf der ersten Tragschiene erkennt man so einen kleinen schwarzen Kasten. Das ist ein Industrie-PC mit einem Pentium 14 Prozessor. Darauf läuft ein Linux und darauf läuft eine Laufzeit, die unter CodeSys programmierbar ist mit strukturiertem Text. Die ganzen weißen Klemmen sind im Grunde genommen Ein- und Ausgänge. Und wie eben schon gesagt, es gibt die Trennung zwischen Setzer und Koppel in dem Fall nicht mehr. Wenn man jetzt bedenkt, wenn eine Orgel vielleicht in dem Fall, glaube ich, 80 Register hat, dann da oben zwischen den beiden schwarzen Strichen, hier oben, das ist der Eingang für die Registerschalter. Und die beiden anderen schwarzen Striche sind allein dafür da, die Register ein- und auszuschalten. Das ist also im Grunde genommen der Setzer. Der Rest ist die Koppel. Zweite Reihe ist in dem Fall Manualkontakte, da kommen die ganzen Kontakte von den Tasten an. Und danach kommen Steuertasten, Ein- und Ausgänge für alles Mögliche. Und eben auch, wenn jetzt die Orgel vielleicht von einem Register 3 Pfeifen dastehen hat, 5 Pfeifen da, 20 Pfeifen da, das ist damit ohne Probleme machbar. Man kann auch sagen, wenn die Orgel im anderen Raum steht, dann stellt man eben in den anderen Raum noch eine Steuerung und verbindet die halt per Ethernet damit. Das hier wäre jetzt im Grunde genommen so ein Anwendungsfall, das ist ein externer Spieltisch, mobiler Spieltisch. Da hat man eben, das ist eigentlich nur ein Slave, der kommuniziert mit der großen Anlage von der Folie vorher. Man hat eben wieder die Eingänge für die Registerschalter, man hat die Eingänge für die Tastenkontakte, man hat Ausgänge für alle möglichen Lampen und Anzeigen und Ähnliches, was der Organist am Spieltisch braucht. Die Kommunikation erfolgt dann eben über ein LAN-Kabel. Ja, untereinander. Und so, bitte? Die Frage war, was wird für ein Protokoll gesprochen? Im Grunde genommen ist es eine TCP-IP-Verbindung. Es wird aber Modbus gesprochen, unter den Steuerungen für gewöhnlich. Ist halt ein Industrieprotokoll, ist ganz relativ normal. Und leicht umzusetzen, auch wenn es darum geht, das in der Steuerung zu programmieren. Gibt es dazu sonst noch Fragen? Nein, dann bist du dran. Mal abgesehen von den Industrie-SPSen, die man so von verschiedensten Herstellern kaufen kann, gibt es natürlich auch wieder Eigenentwicklungen von Orgelbauunternehmen wie uns zum Beispiel. Zum Beispiel haben wir hier zu sehen das sogenannte Traktursystem. Das ist also ein speziell auf den Orgelbau zugeschnittenes Bussystem. Es wurde bei uns entwickelt, natürlich mit existierenden Sachen wie zum Beispiel EtherCAT und so weiter. Wir haben also oben eine große Reihe, das sind Slaves, halt wieder In und Outs. Unten haben wir noch eine kleine Platte mit demselben und links daneben unten die Platte, das ist die Rechnereinheit mit verschiedenen Rechnern. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, was die so können und was die so machen. Die Kommunikation zwischen so einem Spieltisch und der Orgel selbst läuft dann über EtherCAT. Die Verbindung zwischen zwei Spieltischen läuft aber über Ethernet. Bedeutet also, dass das genauso auch ins Internet angebunden ist und dann ein Organist zum Beispiel auch eine Fernwartung schalten kann. Es gibt also einen VPN-Button auf der grafischen Oberfläche. Wenn er drauf drückt, wird eine Verbindung ins VPN hergestellt, wo wir dann zu Fernwartungszwecken drauf zugreifen können. Also ein Orgel steht natürlich nicht immer im Dorf nebenan, sondern kann auch mal in Singapur oder sonst wo stehen. Ach ja, genau. Und über die VPN-Verbindung werden auch Backups gemacht. Das heißt, die ganzen Daten, die so ein Organist macht, die können ja
Tage oder Wochen haben Organisten schon an dem Instrument gespielt oder der Hausorganist natürlich auch Jahre und hat sich dementsprechend viele Einstellungen gemacht, Registerkombinationen. Und wenn die eines Tages mal weg sind, weil der Flash-Speicher auf einmal seinen Geist aufgegeben hat, ist das natürlich ein sehr großes Problem. Deswegen werden einmal in der Anlage selbst Backups gemacht auf einem zweiten Flash-Speicher. Sollte aber mal in einer Kirche im Blitz einschlagen, dann ist üblicherweise alles hinüber, was da so ist an Elektronik. Das bedeutet also, dass man dann sehr glücklich darüber ist, dass halt auch noch Backups auf unserem Server gemacht wurden. Ja, hier sehen wir zum Beispiel also der Herr hat jetzt gesagt, wenn da schon so viel Elektronik ist, dann kann man natürlich auch das, was der Organist spielt, aufzeichnen und wiedergeben. Das ist absolut korrekt, wenn eine Orgel sowohl die Tastenkontakte, elektrisch bzw. elektronische Kontakte hat und die Elektronik auf Zugriff auf alle Tonmagnete hat. Das heißt sozusagen, wenn fast keine Mechanik in der Orgel ist, dann kann das alles aufgezeichnet werden, meistens im MIDI-Format und dementsprechend dann auch von irgendwelchen Organisten, die dementsprechend gut am Computer sind, auch bearbeitet werden. Sie können sich Noten von irgendwelchen Improvisationen ausdrucken und natürlich dann auch wieder abspielen. Bedeutet, es ist ganz einfach, wenn man sich irgendwo ein MIDI-Stück im Internet runterlädt, das auf irgendeiner Orgel abzuspielen. Allerdings könnte es sein, dass das ein bisschen komisch klingt, weil natürlich eine Orgel nicht für jede Art von Musik gemacht wurde. Ja, das System selbst besteht aus den Slaves, universelle Basisplatinen, die mit verschiedenen Steckkarten bestückt werden. Wir haben also Steckkarten für In und Out, sowohl analoge als auch digitale und auch Ausgänge mit Pulsweitenmodulation, um zum Beispiel den Schleifenzugmagneten, die die Registerschleifen an- und ausschalten, mit verschiedener Kraft bestromen zu können, damit die nicht wie verrückt in die Anfangs- und Endposition knallen, wenn man sie hin und her schaltet und die ganze Orgel nur einen riesen Lärm macht, aber keine Musik. Ja, der Setzerrechner selbst, der wird in C++ programmiert und läuft auf einem angepassten Linux-Rechner. Dieser steuert generell alle Speicherprozesse, die die Orgel so hat, und auch die Verarbeitung des Touchscreens, das heißt die grafische Wiedergabe und die Erfassung der Berührungen. Der Signalrouter, der den Bus steuert, ist üblicherweise für alle echtzeitkritischen Prozesse da. Der wird in VHDL geschrieben und steuert sozusagen den Bus, hat eine Kommunikation, aber zu dem Setzerrechner, damit die sich untereinander absprechen können, was so in der Orgel geschehen soll. Hier haben wir mal ein kleines Bild. Ich könnte mal probieren, hier diesen integrierten Laserpointer zu verwenden. So, da ist er. Und zwar, wir haben hier oben zum Beispiel den ersten Spieltisch. Sehr große Anlagen haben zwei Spieltische. Hier haben wir dann die Orgel und hier haben wir den zweiten Spieltisch. So, der erste Spieltisch hat hier also den Setzer-CPU. Diese hat eine Verbindung zu dem Signalrouter, der den Bus steuert. Der Signalrouter hat noch eine Erweiterung an MIDI, damit der in MIDI eingebunden werden kann. Das heißt auch, man kann Keyboards dran anschließen oder wie auch immer. Dann hat der Setzer noch eine Verbindung zu dem sogenannten User-Interface. Da sind die ganzen Knöpfe am Spieltisch angeschlossen. Vom User-Interface geht noch eine RS-485-Verbindung an Digitalanzeigen. Außerdem ist dann auch natürlich noch der Setzer auch mit dem Touchscreen verbunden und hat eine Verbindung an den MIDI-Recorder. Der MIDI-Recorder mit Aufnahme und Wiedergabe, der ist auf dem Touchscreen auch eingebunden, damit man dann über den Touchscreen Play, Record und was auch immer drücken kann. Der MIDI-Recorder hat dann wieder eine Verbindung an die MIDI-Schnittstelle der Orgel, damit das, was im MIDI-Recorder aufgenommen wurde, natürlich auch in der Orgel verarbeitet werden kann. Es geht dann also eine Verbindung über EtherCAT vom Signalrouter an die Bus-Koppelplatine. Diese hat mehrere Slaves, die dann intern verbunden sind. Das EtherCAT läuft durch, läuft wieder zurück, läuft weiter in die Orgel. Hier haben wir dann wieder so eine Einkoppelplatine mit den Slaves und so weiter. Hier kommen dann die ersten paar Töne sozusagen, geht weiter, wieder Slaves, aktive Basisplatinen. Hier kommen dann vielleicht ein paar Register, geht dann weiter in irgendeinen EtherCAT-Hub, weil üblicherweise, wenn so eine Orgel irgendwo im Raum steht, nicht eine Orgel, ein Spieltisch, der mobile, dann gibt es vielleicht da eine Steckstelle und da hinten eine Steckstelle, damit man überall den Spieltisch benutzen kann. Deswegen haben wir dann diese EtherCAT-Hubs, wo man dann x-beliebige Schnittstellen anstecken kann. Von dem EtherCAT-Hub gibt es dann wieder an den anderen Spieltisch, der dann prinzipiell wieder ähnlich aufgebaut ist wie der obere.
Die beiden Rechner sind hier verbunden über Ethernet und natürlich gibt es dann auch eine Verbindung ins World Wide Web. So, Laserpointer wieder aus. So, ein kleiner Blick in die Zukunft, die analoge Orgel. Es war bisher immer so gewesen, dass die meisten Orgelsysteme lediglich on oder off konnten. Man konnte die Töne nicht modellieren oder irgendwie verändern, ähnlich wie das vielleicht bei einer Flöte möglich ist oder bei einem Klavier, dass man durch stärkeren Anschlag oder weniger oder mehr Wind was verändern konnte. Die Orgel war immer an oder aus. Bei rein mechanischen Instrumenten war es möglich, kleine Variationen vorzunehmen, je nachdem wie weit man das Ventil aufdrückt. Ab einem gewissen Punkt hat dann aber die Ventilkraft normalerweise, hat der Wind das Ventil irgendwann aufgerissen, weil so viel Wind durchfließen wollte, sodass der Organist das einfach nur sehr schwer, vor allem im schweren Spiel, halten kann. Ja, um da jetzt mehr Möglichkeiten zu bieten, wird das Ganze analog gemacht. Das heißt, die Kontakte müssen analog sein und die Tonmagnete müssen das, was die Kontakte analog aufnehmen, auch wiedergeben können. Ja, die Technik dahinter. Hall-Sensoren in den Manualen, also in den Klaviaturen, erfassen die Tastenstellung mit einer Auflösung von 10 Bit und 1 Kilohertz. Das heißt, wir haben hier also Tasten, mehr oder weniger so, wie es bisher immer bekannt war in den Orgeln. Und hier hinten haben wir dann ein Neodym-Magnet und eine Platine mit Hall-Kontakten drauf. Über die RJ45-Buchse wird dann das, was die Hall-Platine aufnimmt, rausgegeben und an das System übermittelt, was dann dementsprechend das umrechnen kann. Bisher gab es dann immer Elektromagneten mit einer Spule, die an- oder abziehen konnten. Neu sind Elektromagneten mit zwei Spulen, die den Anker positionieren können, je nachdem, wie es notwendig ist. Über Pulsweitenmodulation wieder wird also die eine oder die andere Spule stärker bestromt und dementsprechend der Anker bewegt. Am Anker hier auf der linken Seite befindet sich auch nochmal ein Hall-Sensor, damit der Soll-Ist-Wert verglichen werden kann, von Taste zu Magnet. Die Frage ist jetzt, was man wirklich durch diese neue Technik am Klang beeinflussen kann. Also im Prinzip war es bisher so immer gewesen, dass man, wir haben ja mal ein paar Orgelpfeifen mitgebracht, also als erstes demonstrieren wir quasi mal ein normales, pneumatisches oder elektrisches System. Wir schalten die Orgel an, drücken eine Taste, können an- oder ausmachen. Dadurch, dass wir das Ventil nun mehr oder weniger weit öffnen können, ist auch eine Klangmodulation möglich. Das heißt, der Organist kann, wenn er die Taste nur ein bisschen drückt, das Ventil auch nur ein bisschen öffnen und dadurch Klänge erzeugen, die so eigentlich noch nie möglich waren, mit Orgelpfeifen zu erzeugen. Das bedeutet also, dass die Orgel, die eigentlich immer ein typisches On-Off-System war, mit der neuen Technik auch ein, ich nenne es jetzt mal, analoges System wird, was nicht nur an oder aus kann. Die Frage ist, ob das ähnlich ist wie bei einer Anschlagdynamik von einem elektronischen Klavier. Vom System her ist es das. Also es wird im Grunde genommen ja auch ein, gut, eine Anschlagdynamik ist beim günstigen elektronischen Klavier auch oft einfach nur eine Zeit zwischen an und aus. Aber es gibt natürlich auch bei einem ganz normalen elektronischen Klavier, je nach Preisklasse, die Möglichkeit, so eine Klaviatur drin zu haben, die auch sagen kann, ich stehe jetzt halb an. Allerdings beim Klavier ist es halt ja auch die Frage, man muss ja trotzdem erstmal mit dem Hammerkopf die Saite erreichen. Auch wenn man die Taste halb gedrückt hat und die Mechanik noch nicht so weit ist, passiert ja beim Klavier nichts. Bei der Orgel passiert halt schon was, sobald das Ventil offen ist, passiert was. Und das Ventil ist im Grunde genommen nur zu, wenn die Taste nicht gedrückt ist. Mal abgesehen davon, dass man dann sozusagen den Tasten-zu-Ventilgang 1:1 wiedergeben kann, können wir dank unseres Touchscreens und der Technik dementsprechend natürlich auch eine Art, ja, den Tastenhub zum Tastenventilgang verändern. Auf der linken Seite haben wir zum Beispiel den Tastenhub oben, 0% Taste nicht gedrückt, unten 100% Taste ganz gedrückt. Magnet links nicht gedrückt, also nicht Ventil gezogen, rechts Ventil 100% aufgezogen. Und über die Linie können wir dann also verändern, wie der Tasten-zu-Ventilgang ist. Das heißt, man könnte es zum Beispiel so einstellen, dass die Taste komplett durchgedrückt wird, das Ventil sich aber nur halb öffnet, als Beispiel.
Dementsprechend könnte man so den unteren Balken hochziehen auf die Hälfte. Das heißt, der Tastentub wird bei der Hälfte schon gekappt sozusagen und ist dann bei 100%. Das ist im Grunde genommen das, was wir aktuell haben. Also die Technik, wie sie gewachsen ist. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt eine Spezialgruppe unter den Orgelbauern. Der normale Orgelbauer, ich sag mal 99% der Orgelbauer, haben damit höchstens dann zu tun, wenn sie sowas einbauen müssen. Normalerweise beschäftigen die sich ganz traditionell mit Holz und Metall und Metallwerkstoffen, mit Pfeifen, mit Akustik und Intonation. Und wir gehen ganz stark davon aus, dass das so bleiben wird. Beziehungsweise, gut, ich sage mal, die Berührungspunkte der jüngeren Generationen der Orgelbauer sind jetzt eh schon da. Jemand aus unserer Generation hat vielleicht auch eine ganz andere Einstellung zu solchen Systemen, wie wir sie gebaut haben, als jemand, der das vor 30 Jahren gelernt hat. Der hat da vielleicht nicht so den Zugang zu. Was uns aber klar ist, die Technik, die im Orgelbau eigentlich bisher immer so 10, 20 Jahre, nachdem sie da war, auch eingeführt wurde, wird jetzt immer schneller auch von den Organisten in der Orgel erwartet. Also wenn jetzt die Technik weiter sich entwickelt oder der Geschmack, sage ich mal, dann wird das auch in Zukunft relativ schnell Einzug halten, beziehungsweise die Entwicklung ist jetzt nicht irgendwie abgeschlossen, sondern die wird halt vorangehen und das ist dann unser Gebiet im Grunde genommen. Ja. Ja, dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Da ist noch eine Frage. Die Fragen kommen jetzt eh noch. Ich hoffe, es war interessant. Gut, gerne. Ja. Also die erste Frage war, wenn man jetzt so ein rein pneumatisches System sieht, wie wir es zu Anfang hatten, wie viel Bleirohr wurde denn da so verbaut? Das hängt natürlich komplett ab von der Größe der Orgel. Man kann sich aber erstmal sagen, von jeder Taste geht ein Bleirohr zumindest zu jedem Ton. Oder zumindest zu jedem, ja, so könnte man sagen. Und je nachdem, wie viele, man nennt es ja, ich sag mal Erweiterungen im Grunde genommen, wie viele Töne noch woanders stehen, gehen halt da noch Töne hin, wie viele Koppeln man hat, also wenn man jetzt das erste Manual spielt, die erste Klaviatur spielt und der Ton da rauskommen soll, wo man sie eigentlich auf dem zweiten Manual spielt, das ist dann wieder 56, 50 oder 61 oder wie viel auch immer Töne, das man hat da gerade. So viele Bleirohre werden dann wieder verwendet. Dann kommt es natürlich auf die Strecken an. Ich weiß aus meiner Lehrzeit, dass wir mal eine pneumatische Orgel abgebaut haben. Das waren mehrere Kilometer. Und das war keine große Orgel. Kannst du nochmal die zweite Frage wiederholen? Ja, gut. Da ist die Frage, wie lange braucht man bei einer normalen Orgel von Auftragseingang bis Beendigung des Projekts? Das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Man muss dazu sagen, wir als Firma Heuss bauen keine Orgeln, wir bauen nur Teile für Orgeln. Bei uns ist es dementsprechend nicht so lang, das sind dann vom Auftragseingang bis Realisierung mal ein paar Monate, manchmal auch weniger, je nachdem wie groß es halt ist, was man machen muss. Wenn aber eine Orgel komplett geplant wird, gebaut wird von einem Orgelbauer, dann kann das auch 2 bis 3 Jahre dauern, ja. Ja, bitte.
Die Frage war jetzt, eine Orgel, bitte? Ja, die Frage ist jetzt, eine Orgel ist ja, wird einmal gebaut, die besteht dann für viele, viele Jahre. Ich war an Orgeln von 1800. Wie sieht das aus mit der Elektronik, die wir bauen? Die ist natürlich, die hält nicht 300, 400 Jahre. So, und wie sieht es da aus mit dem Supporten unserer Hardware? Einerseits, ja, das ist natürlich ein Faktor. Die Industriesteuerung, da haben wir jetzt keine Hand drauf. Aber die Steuerung, die wir selbst entwickeln, wir machen das jetzt auch schon eigentlich sehr lange. Seit 72, genau. Also wir sind jetzt auch kein Unternehmen, was im Verdacht steht, bald wieder weg zu sein oder sowas. Und haben das auch nicht vor. So gesagt, also wir können natürlich nicht sagen, was in 200 Jahren ist. Aber in absehbarer Zeit wird es da Support geben, klar. Das heißt aber auch, in 10 Jahren oder in 15 Jahren, wenn ich das errechne, ich mir vor aktuell oder was nach dem aktuell sein wird, dann wird es gegebenenfalls so eine Vision des Geräts geben, wo ja die ganze Elektronik aussieht. Ja klar, wenn jetzt, gut, ich sag mal, die Systeme selbst sind natürlich in gewisser Weise gekapselt. Ist jetzt nicht so, dass man da ganz große Veränderungen am Betriebssystem vorgenommen werden müssen unbedingt. Abgesehen von Sachen, die Internet verbunden sind oder ähnliches. Aber klar muss man halt eine Revision machen. Das kommt auch vor, dass man was macht. Dieser Linux-Rechner selbst ist eigentlich das kleinste Teil in der ganzen Steuereinheit. Zum Beispiel der Signalrouter oder die ganzen Slaves und so weiter. Die ganzen Sachen, die von uns designt wurden. Das sind Sachen, wo wir natürlich dann die Hand auch drauf haben, was ist. Das heißt, da können wir dann auch in 20 Jahren theoretisch wieder die alten Prints rausholen und neue Platinen drucken, wenn unser Lagerbestand bis dahin leer sein sollte und irgendwo eine Orgel eine Reparatur benötigt. Der Linux-Rechner selbst, wo das Programm draufläuft, wird wahrscheinlich noch in 15, 20 Jahren einfach mal einen ähnlichen Rechner nehmen können, wo man dann wieder das Programm ein bisschen anpasst und darauf laufen lassen kann. Zum Beispiel unsere ersten elektronischen Anlagen, die natürlich bei weitem nicht so waren wie hier, haben wir 72 gebaut gehabt. Und für die haben wir immer noch Ersatzteile auf Lager. Das heißt, wenn eine Orgel, die 72 unser System ausgestattet wurde, wenn da was passiert, haben wir gegebenenfalls da noch Ersatzteile für, um die einfach wieder auszutauschen und läuft weiter. Dazu kann man vielleicht auch noch sagen, Orgelbau ist natürlich Kleinserie aus Sicht von größeren elektronischen Anlagen. Das heißt, die Teile sind eh in kleinen Serien gefertigt. Wenn da irgendwann es eine Neuauflage geben sollte, dann ist das auch eine Kleinserie. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ein riesengroßes Unternehmen sagt, wir haben davon mal 2 Millionen produziert und das lohnt sich nicht, davon nochmal 300 aufzulegen oder so. Wir haben davon vielleicht auch keine 2 Millionen produziert. Ja, bitte. Nein, haben wir noch nicht. Aber momentan wird eine Orgel in Deutschland gebaut, die diese Technik hat. Nein, kann ich leider nicht sagen. Können wir gerne nach der Besprechung dann nochmal unter uns machen. Die Frage war jetzt, dass die Schaltschränke hier üblicherweise aus Holz gebaut sind, ob es irgendwelche Probleme mit Störeinstrahlung oder Abstrahlung gibt. Generell ist es so, dass die, ich nenne sie jetzt mal alten elektrischen Systeme, dass die größtenteils eigentlich in Holzschränken gebaut wurden, dementsprechend heute größtenteils entweder ausgetauscht sind oder dann wahrscheinlich irgendwelche kleinen Orgeln haben, wo eigentlich auch nichts in der Nähe ist, was dementsprechend irgendwie beeinflusst werden könnte, weil das Ganze eh noch sogar in der Orgel elektrisch ist. Und größere, neuere Anlagen würden üblicherweise in Stahlschränken eingebaut. Also die Frage war jetzt, in einer neuen Orgel kann man natürlich die ganze Elektronik von vornherein konzipieren und einplanen, wie das bei einer alten Orgel läuft. Im Prinzip, wenn man sich nur mal aus der Historie das anguckt, es gab zuerst die pneumatischen Orgeln
Und selbst die konnten irgendwie auf Elektropneumatik umgerüstet werden. Das heißt, die meisten alten Orgeln, die es heute noch gibt, sind elektropneumatisch. Das heißt, sie haben sogar schon Tonventile, elektrische in der Orgel selbst installiert. Das heißt, im besten Fall bauen wir unsere Steuerung an irgendeinem freien Platz und verlegen die Kabel an den entsprechenden Punkt, wo die alten Magneten sind. Natürlich sind die alten Magneten meist schon überholt, haben keine Funkenlöschung on board und so weiter. Das heißt, im besten Fall tauscht man natürlich auch noch die alten Magnete aus. Das heißt sozusagen, elektrisch wird alles Alte rausgeschmissen und dann mit neuer Elektronik ausgerüstet. Die Orgel selbst wird davon aber kaum beeinflusst. Also die Frage war jetzt, wenn man zum Beispiel eine Kirche hat, wo mehrere Steckstellen sind, wo man einen mobilen Spieltisch anstecken könnte, ob dann immer ein Spieltisch da steht oder ob der dahin transportiert wird. Also üblicherweise ist es dann so, dass im besten Fall der ganze Raum ebenerdig ist. Der Spieltisch hat dann Rollen, also ein Spieltisch wiegt auch mal locker eine halbe Tonne und der wird dann dahin gerollt. Im schlimmsten Fall muss er vielleicht noch irgendwo eine kleine Treppe hoch, um genau in diese Position zu kommen. Allerdings hat man dann wahrscheinlich schon vorher eine Rampe dafür irgendwo konzipiert, damit man den da entsprechend hochschieben kann. Normalerweise gibt es also nicht mehrere Spieltische, die irgendwo sozusagen parat stehen. Dafür sind die Geräte eigentlich auch zu teuer. Welche? Die Internetanbindung der Orgel ist dafür da, größtenteils um Fernwartung zu machen. Das heißt, wenn die Orgel irgendwo in der Weltgeschichte steht, dass, wenn irgendwas ist, dass wir drauf gucken können, ohne hinfahren zu müssen, was los ist. Und um Backups zu machen von den ganzen Daten der Benutzer. Gut, wenn noch irgendwelche Fragen nachher aufkommen sollten, kommen Sie gerne an uns wenden. Ansonsten noch einen schönen Tag.